Wir steigen ein in den zweiten Halbfinale. Wir suchen den Finalgegner des VfL Wolfsburg. Und den ermitteln wir jetzt zwischen RB Leipzig und den ersten FC Köln. Und es geht sofort los. Quergespielt durch Leipzig aber. Ball gerettet und Tor für Leipzig. Tom Kraus mit der frühen Führung. 16 Sekunden, 1-0. Das geht ja gut los. Wir sehen im Tor wieder Vincent Müller. Knie ist bandagiert, aber hat eben noch ein paar Belastungstests gemacht und er hat das Gesicht zwar etwas schmerzverzerrt, aber für dieses Halbfinale soll es wohl nochmal glücken. Er wird zu streiten, das ist mal mein Tipp, um den Titel Torhüter des Turniers zusammen mit Antonio Brandt vom VfL Wolfsburg. Und jetzt ist Vincent Müller hier mit der nächsten Parade. Also die beiden betteln sich da um die Paraden des Turniers. Zwei tolle Torhüter. Die Leipziger, die ihrem Trainer Sebastian Hoeneß hier keinen niedrigen Ruhepuls bescherten, indem sie gegen den Hamburger Sportverein erst im 9-Meter-Schießen weiterkamen und eben gegen Mainz 05 durch einen Siegtor in der letzten Sekunde, das 5:4, erst dieses Halbfinale erreichten. Als Leipzig-Fan hatte man hier keinen ruhigen Tag in Lübeck. Auf jeden Fall, die Jungs, ein Gewinn hier für die Veranstaltung. Tolle Spiele gezeigt. Viele, viele Torbeteiligungen. Spielen mit Leipzig. Und auch jetzt schon wieder, weil sie jetzt mit 2:0 in Führung gehen. Durch Naud, Pablo, Mekonnen. Das wäre ein Ding hier. Allererste Finalteilnahme und sofort der Finaleinzug für die Leipziger. Kölner, glaube ich, im letzten Spiel selber etwas überrascht, nach dem schwachen Start im Turnier, dass man auf einmal Bayern und Stuttgart überzeugend schlägt. Das hat natürlich Kraft gekostet, Emotionen gekostet. Wir sind gespannt, was da im Köcher ist. Schiedsrichter Thomas Peters. Joshua Wicking. Ballspiel an Altim Fire City. Und der nächste Abschluss für Leipzig. Nochmal quergelegt. Abschluss. Vincent Müller ist da. Und der Ball ging es an die Latte. Also Leipzig hat das hier bisher klar im Griff. Das haben wir aber schon einige Male an diesem Wochenende erlebt. Und dann gab es immer mal wieder ein Comeback. Eine andere Mannschaft. Müller. Guter Ball jetzt in die Tiefe gespielt.
Jetzt die Riesenchance zum Anschluss. Pfosten, Nachschuss in die Arme von Viking. Das wäre die Möglichkeit gewesen hier. Mit 1:2 aufzuschließen. Köln wechselt den Block. Zwei Spieler ganz tief wieder in der gegnerischen Hälfte, um das Spielfeld dieser vier Feldspieler möglichst groß zu machen. Gute Kreuzbewegung da vorne. Freund und Feind vorbei. Letzter Ball bei Müller. Jetzt dabei wieder quergelegt. Große Möglichkeit für Jan-Erik Kempel. Und wieder verpasst der Kölner. Und wartet so ein bisschen auf die Dramatik im Spiel. Die Halle. Eigentlich wartet man jetzt auf ein Kölner Tor, damit hier der Endspurt eröffnet wird. Dieses Turnier hat eigentlich kaum hier langweilige, einseitige Spiele gesehen. Das heißt, gerade in der K.O.-Phase wartet man eigentlich jetzt noch auf eine Wendung, so wie eben zum Beispiel Hannover führt. Und das war die große Chance. Zweiter Nachschuss. Der Ball will noch nicht richtig reinfallen. Als die Hannoveraner eben 2:0 führten, das Ding auf 2:2 ging und Wolfsburg in Unterzahl. Das Ding machte und jetzt der Anschluss. 0. Schalskan. Und genau darauf haben wir gewartet. Jetzt kommt hier wieder richtig Musik im wahrsten Sinne des Wortes in dieses Spiel rein. Vincent Müller. Ja, aber landet bei David Schmidt, dem Kapitän der Kölner. 3-2 Überzahl, wenn es jetzt schnell geht. Da ist wieder Schmidt. Verliert den Ball aber. Leipzig an der Bande. Ballbesitz Schmidt. Dazwischen. Vom Kraus. Schöne Hackenablage. Auf Nico Böhmer. Spiel über die Bande. Klasse Parade von Vincent Müller. Reaktionsschnell die Hände hochbekommen. Und Blockwechsel beim ersten FC Köln. Der Mannschaft von Evangelos Nessos. Seit 1.1. diesen Jahres erst im Amt. Ex-Profi. Spiele gemacht für den 1. FC Köln, vor allen Dingen für den TuS Koblenz. War auch schon Co-Trainer in der 2. Bundesliga beim TuS. Und jetzt, wie gesagt, seit 1.1. Cheftrainer der U16 in Köln. Nachfolger von Ralf Außem, der jetzt U17-Trainer zusammen mit Markus Daun. Ex-Profi vom 1. FC Köln. Auch die Kölner haben eine Menge prominenter Namen rumlaufen im Trainerstab ihrer Jugendabteilung. In der U21 zum Beispiel Patrick Helm ist dabei. Kevin McKenna in der U19.
und auch die FC-Legende Carsten Kullmann zum Beispiel in der U15 dabei. Also immer wieder bekannte Namen für die Jugendspieler des FC. Arnstedt verarbeitet den Ball hier. Jetzt die große Chance für Leipzig, aber zwei Kölner blocken den Ball gleich weg. Das ist die Fußabwehr wieder von Vincent Müller. Schmidt hier dazwischen und jetzt der Ballgewinn für die Kölner. Ja, Kubaschian nimmt Tempo auf. Schusschance jetzt mit links. Wieder Vincent Müller, der aufpasst. Flacher Schuss und Viking. Der Mindener lenkt den Ball etwas unkonventionell. Am Tor vorbei. Eckball für den ersten FC Köln. 3 Minuten vor Ende dieses Halbfinals. Es ist spannend. Wieder geblockt. Freistoß für den ersten FC Köln. Erin Cimpola hat sich jetzt das Torwarttrikot übergestreift. 5 Feldspieler auf dem Feld. Und jetzt müssen die Kölner in die Tiefe suchen. Und genau das machen sie nicht. Jetzt wieder der Wechsel im Tor. Vincent Müller zurück. 2,5 Minuten vor Ende des Spiels. Langer Ball. Klasse Ball, aber Müller wieder zur Stelle. Ballbesitz, erste FC Köln. Kein guter Ball. Zwei Minuten auf der Uhr. Schade, guter Abschluss hier. Von Carlos de la Cruz. Sie brauchen noch einen vernünftigen Angriff. Sie sind da etwas hektisch jetzt. Nessos fordert das jetzt auch ein, den Spielaufbau, die Grundformation einzunehmen. Er kommt was kopflos und jetzt der Ballverlust. Nicht genutzt. Riesenchance für Fabrice Hartmann. Der Kuss. Da will er mit dem Kopf durch die Wand. Gegen 3 Leute. Jetzt die Chance, Freistoß für den ersten FC Köln. Und jetzt nochmal. Der Wechsel. Letzte Spielminute. 55 Sekunden Zeit für die Kölner, aber nicht so. Sie bekommen es nicht hin, mehr einen vernünftigen Spielaufbau hierzu auf die Platte zu bekommen. Langer Ball nochmal abgefangen jetzt. Zweiter Ball landet bei Leipzig. Schussversuch. Pariert. Klasse gehalten nochmal. Von Erin Cimpola.
40 Sekunden auf der Uhr. Köln muss jetzt nochmal decken. Klasse Parade nochmal, es gibt Abstoß. Klarer Ball, klasse, zurückgelegt, die große Chance. Torwart hält, Nachschuss, bekommt nicht hinter den Ball. Joshua Wiking. Klasse Parade und wieder Wiking. 20 Sekunden vor dem Ende begräbt er den Ball hier unter sich. Langer Ball, Direktabnahme. Und was für ein Tor. Fabrice Hartmann. Der lange Wurf. Auf Hartmann und der aus der Drehung ins Tor. 3-1 die Entscheidung. Leipzig steht bei der ersten Finalteilnahme, bei der ersten Teilnahme im Turnier im Finale. Und da können wir uns gleich auf einen echten Leckerbissen hier im Turnier freuen. 8 Sekunden noch auf der Uhr. Und Schluss. Leipzig. RB Leipzig gewinnt mit 3-1 gegen den ersten FC Köln. Wir sehen beide Mannschaften wieder. Der erste FC Köln im Kleinfinale gegen Hannover 96 und RB Leipzig im Finale gegen den VfL Wolfsburg.